Hi, ich bin Saskia und arbeite bei E.ON. Für uns ist klar, für eine erfolgreiche Energiewende muss das gesamte Energiesystem digital sein. Aber wie digitalisieren wir eine physische Infrastruktur und machen sie smart? Welche Bedeutung hat die Digitalisierung für die Netze und welche Rolle spielen dabei Daten? Das finden wir heute heraus. Hallo Nils, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Warum müssen wir uns denn gerade jetzt mit der Digitalisierung des Verteilnetzes beschäftigen? Unsere Stromnetze müssen jetzt intelligent werden. Das liegt an dem Zubau von Hunderttausenden von Solaranlagen und Windparks einerseits und an dem geplanten Ausbau von Elektromobilität, Wärmepumpen und anderen Verbrauchern andererseits. Wir müssen wissen, was im Netz los ist, wo wie viel Strom erzeugt wird und wo wie viel Strom verbraucht wird. Und wie funktioniert das? Wie werden unsere Netze intelligent? Daten sind hier das Stichwort. Unsere intelligenten Stromnetze transportieren Strom und Daten. Was sind das denn genau für Daten und wie kommen wir an diese Daten? In digitalen Ortsnetzstationen messen wir mit Sensoren. Die Daten werden aus den digitalen Ortsnetzstationen in Echtzeit an Leitsysteme übertragen. Und wir halten diese Daten in Plattformen vor, damit wir entsprechend unsere Arbeit machen können. Und kannst du mir auch konkrete Beispiele nennen, wofür wir diese Messdaten brauchen? Wir brauchen die Daten, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das heißt, Ausfallzeiten zu reduzieren und Netzverluste soweit möglich zu minimieren. Auch brauchen wir diese Daten, um das Stromnetz für die Zukunft so auszubauen, dass wir unsere Kundinnen und Kunden gut und sicher versorgen können. Super, vielen Dank, Nils. Unser Fazit also heute: Nur durch die Smartifizierung der Netze gelingt die Energiewende. Und Smartifizierung bedeutet, möglichst viele Messdaten zu nutzen, um das Netz effizienter zu machen. Bis zum nächsten Mal. Danke.